Hallo und herzlich willkommen zurück bei... Oh, warte mal. King of Retail. Sorry, ich hänge hier irgendwie fest mit einem anderen Kabel. Egal. Stört dann nicht so doll. Muss ich dann nach der Aufnahme wieder zurück. Mikrofon, bleib mal oben. Nicht runter schwipsen. So, ist ganz gut, ne? Und dann laden wir unseren Manager. Wir haben einen eingestellten Kunden. Ihr wisst schon hier. Mitarbeiter. Max, genau. Max und Moritz. Wir haben Max und dann fehlt noch Moritz. Moritz will Geld. Moritz machen noch später. Ne? Wir haben ein Plus gemacht. Letzte Gewinnung von 1.597. Der Plus muss noch weiter nach oben gehen. So, pass auf. Wir haben Mobile-Geräte. Dahin. Ne? Und? Nur Mobile? Was mit Tablet? Okay, dann lasse ich das. Gut, lassen wir und wir starten den Tag. Denn Max wird zukünftigerweise am PC bleiben, um Kunden zum Laden zu bewegen. Ne? Und wir bleiben an der Kasse, um nicht aufzufallen. Würde ich jetzt sagen. So. Wir müssen, glaube ich... Nee, habe ich schon bestellt? Warte, ich guck mal. Ja, Paket liefert geradeaus. Gut. Oh, er ist da. Arbeit zuweisen. Natürlich Werbetreibender am Computer. So. Max macht das schon. Lieferant ist schon da. Ich muss auspacken. Und dann läuft der Tag, ne? Yes, so läuft der Tag. Wir müssen erst klein anfangen, bevor wir groß rauskommen. Also ganz ruhig. Ne? Er wird schon seinen Job machen. Hoffe ich. So, Laden gefüllt. Ich stehe an der Kasse, wie immer. Und Laden eröffnet. So, er schreibt dann wieder. Ich bleib hier schmierig stehen. Entweder die Leute kommen rein oder wollen nicht oder haben keinen Bock. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall haben wir nur die zwei Waren momentan, die wir sehr gut verkaufen möchten. Und da brauchen wir schon eine Menge Geld, um überhaupt groß rauszukommen, ne? Da, guck mal. Er hat Werbeeintreibende gefunden. Sie kommen rein und kaufen ein Handy. Wow. Ein Handy für eine große Tragetasche. Wow. Nice. Die laufen hinter mir raus zum Ausgang. Wow. Nice. Der nächste. Can you help me? Nein, können wir nicht. Gut, läuft super. Mhm. Und momentan nur ein Kunden. Ja. Mal gucken, vielleicht kommen da noch mehr. Max, gib Gas. Ein Tablett verkauft. Nice. Es läuft. Hey. Ne, sorry, Beratung ist hier leider nicht. Entweder sie kaufen oder gehen wieder. Hey, Dankeschön. Can you help me? Blockieren Sie bitte hier nicht den Laden. Holen Sie bitte Ihre Meinung woanders. Hey, got a second? Hallo? Nein. Wir verlieren hier Kundschaft. Kaufen! Und ich rumfragen. Hey, got a second? Oh, ernsthaft. Dieser Typ, ne, regt mich auf. Da. Sie weiß, was sie will. Und kauft ein Tablet. Nice. Wir sind schon drei Artikel los im Morgen. Los, kaufen Sie oder gehen Sie. Ja, noch ein Tablet los im Morgen. Hey, Handy? Have a minute. Nee, kommen Sie. So wollen wir nicht, ne? Oh, ein Handy ist weg. Zwei Verkäufer. Nice. Läuft. Ich muss die Kunden nicht beraten, ne? Das ist nicht notwendig.
Hi. Spare 2 seconds? Nein. Entweder sie wollen das oder wollen nicht. Mhm. Hey, got a second? Noch 2 Artikel haben wir noch. Noch 2 Artikel. Ich hoffe, die werden wir auch noch los heute. Das wäre mir sehr angenehm, wenn wir die auch noch loswerden. Wir werden sehen, wir werden sehen. Also Max macht gute Arbeit da hinten. Finde ich super. Aber er sollte mal eine Pause einlegen. Er muss eine Pause einlegen. So geht das nicht. Weil, ne, er ist schon total erschöpft. Ich glaube, ich lasse ihn nach Hause. Komm. Wir schicken ihn nach Hause. Das wird ihm zu viel. Hi. Spare 2 seconds. Sorry, nein. Entweder sie kaufen oder lassen es bleiben. Warte mal, ich guck mal, wie weit er schon geschrieben hat. Ob er noch irgendwas fortsetzen musste. Aufgabe fortsetzen. Ja, dann machen wir das mal. Wir setzen die Aufgabe fort. Entweder da pfeift jemand oder nicht, ne? Hey, a little help. Nee. Komm, geh. Pfeift da keiner? Okay, da pfeift keiner. Super. Alter Schwede, hat der viel geschrieben. Oha. Eieieiei. Oh, jau. Ja, hier nicht, ne? Oh, what the heck? Oh, cool. Der hat ja sehr viel geschrieben. Huch. Kaufen Sie oder gehen... Okay, der hat das. Okay, der hat das. Ein Tablett noch. Ein Tablett noch. Wir haben bis 20 Uhr geöffnet, glaube ich. Oder 19 Uhr. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ein Tablett noch. Komm schon. Kauf. 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 Ah! Oh Mann, oh. Okay, wenn jetzt keiner reinkommt und dieses letzte Tablett kauft, werde ich jetzt Artikelbestellung machen. Verkäufe Nachbestellung. Alle hinzufügen. 10.000. Dann haben wir 9.000 über. Das ist gut. Und der Lieferant kommt dann am nächsten Tag. Wollen Sie kaufen? Kaufen diese Tablette? Ja? Kaufen? Ah! Nein. Okay, tschüss. Werden Sie uns bald wieder. Sie sind zu langsam. Der Laden ist schon längst geschlossen. Gut, das war's. Max wird sich freuen. Denn ich kann auch früher Feier machen. Super. Gut, dann gehen jetzt Miete, Löhne und anderes weg. Gut. Läuft richtig super. Wie viel haben wir jetzt gemacht? 4. Also wenn ich mir das hier so angucke, ja, Mitarbeiter ist nicht so teuer, der eine. Wenn ich jetzt so einen zweiten einstellen würde, wäre es sehr teuer und wir würden ja nicht auf den grünen Zweig kommen. Okay, gut. Ja. Marketing, Social Media zu nutzen. Ja, er ist gut für Social Media. Sehr gut. Schulung anschauen. Lernt 3-mal so schnell. Lernt 2-mal so schnell. Lernt zu 50% mehr. Ah, oha, ist so teuer. Seine Fähigkeiten verbessern. Ja, brauchen wir nicht. Momentan nicht. Ist noch zu früh. So, wo ist denn hier sein Erschöpfungsgrad? Erfahrung, ja, schön und gut. Tag beschäftigt, 4 seit Tag. Benötigt höhere Löhne, benötigt mehr freie Tage. Er benötigt mehr freie Tage. Okay. Wenn ich jetzt noch einen Tag frei mache, sind wir ein Minus. Also, nein. Fällt nicht ein. Hier, was hatte? Verkauf
von Firestorm. Warte mal. Habe ich da eine E-Mail? Ich habe E-Mail. Ich habe eine E-Mail. So, Firestorm. Verkauf von Firestorm. Ab heute bietet Firestorm unser Lieferant, das sind Sie, Rabatte auf ausgewählten Artikel. Wir empfehlen Ihnen, in dieser Gelegenheit zu investieren, um unsere Produkte in Ihrem Laden zu verkaufen. Wir bieten Rabatte auf 4 Artikel für uns insgesamt 2 Tage. Wir hoffen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Rabatte auf 4 Artikel. Wir haben nur 2. Rabatte. Rabatte. Rabattos. Also. Wir haben nur 2 Artikel, ja? Nur 2. Das erste wäre hier. Ja, easy peasy oder. Ach, keine Ahnung, welches ist denn das? Ja, wow. Finde ich hier nicht. Kann ich auch keine Rabatte einbauen. Sehe ich nicht. Sorry. Sehe keine Rabatte. Rabattos. Warte mal. Gibt es hier auch LAN? Klamottenladen meine ich? Artikel, ne? Nee, gibt's bloß Handys. Elektrokrams, keine Klamotten. Ja, hier. Per Easy? In Schwarz? Easy. 1,99. Nein, das ist falsch. Ups. Kann ich das zurücksetzen? Ja. Pearl Easy. Ist das das hier? Pearl Easy oder ein anderes? Peer. Oh mein Gott. Wie heißt das? Hier. Peer Easy. In Schwarz. Peer Easy? Ist es das? Denk mal schon. Preis ändern auf. Ja, machen wir so, ne? So, so geht. So, Tablet. LEDD. LEDD. Genau. Ja, euren Preis ändern auf 6. Genau. So. Sorry. Falsch. Kann er das, Ah, verdammt nochmal. Jetzt. Ja, das da. Auf 6. Genau. 0,00. Was zum Teufel? Ich will doch bloß die Zahl 7 ändern. Auf 6. Was ist das für ein Problem? Minus. Das ist zu viel. Komma 0,0. Okay, ich muss das hinschreiben. 1,6,3,0,0. Hier kriegt das hin. Kriegt das nicht gebacken oder was? Meine Güte. Okay, 17% Profit. Akzeptabel. So. Handy habe ich auch schon. Alles gut. Mhm. Level 7. Nice. So, wie hoch müssen wir kommen? Vertrag. Derzeit locker bekannt. Verkaufen Sie insgesamt 30 Artikel, derzeit 25 verkauft. Okay, okay, okay. Ich muss kein großes Ziel erarbeiten. Super. Aufgabe zuweisen, natürlich. Werbe eintreibend, genau. Ja. Lieferant ist auch schon da. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Also die Artikel werden wir auch noch los. Keine Sorge.
Auch wenn es schwierig ist, wir werden es los. Hundertprozentig. Hier packen wir das aus. Da stand doch noch was mit Preise, ne? Glaube ich zumindest. Wenn nicht, dann lasse ich das Rabatte verwalten. Lass mich in Ruhe. 10%. Hey, have a minute? Nein. Keine Zeit dafür. Mach selber. Hier, 10% Verkaufs. Noch weniger. Oh mein Gott. Das wird ungeil. Na? Kommen Sie jetzt zum Verkaufen? Nö. Ganz schön angeschlagen. Max. Mal kurz eine Pause schicken hier. Ah, wir haben ja keinen Kaffee. Max braucht Kaffee. Oh mein Gott. Excuse me. Kauf doch. Gib mir nicht auf den Senkel. Kauf. Echt jetzt, Leute. Ihr kommt zwar alle, aber kauft nichts, ne? Oh, wow. Was? Max ist empört. Was? Hä? Oha. Verschwinde. Ich halte es hier nicht mehr aus. Oh mein Gott. Max braucht wirklich Pause. Er ist abgehauen. Oh nein, mit aber streckt die Arbeit. Oh nee, das ist auch doof. Ich hoffe, der kündigt nicht. Aber doch mal einen Tag Pause machen müssen. Ja, toll. 2 Artikel bloß verkauft. Mehr nicht. Oh. Naja, mal gucken, wie der Tag so läuft. Ohne ihn. Wird schwierig. Hey, got a second? Hi, spare 2 seconds. Hey. Er kauft doch jetzt. Ach komm, 4 Artikel. Ist nicht dein Ernst. Also wir werden einen Tag frei machen im Spiel, meine ich. Also nach diesem Tag hier werden wir einen Tag frei machen. Ich hoffe, dann geht's ihm wieder gut. Okay, Leute, kommt schon. Kaufen. Nicht rumstehen. Na? Kaufen? Okay, ich guck mal, wie weit er gekommen ist mit dem Beschreiben. Vielleicht muss ich wieder was fortsetzen. Ja, ich muss was fortsetzen. Oh mein Gott. Senioren. Der quatscht die Senioren sogar. Müssen wir ein bisschen hinhören. Hey, got a second? Nein, keine Zeit. Kaufe. Niemand kauft was. Geil. Keiner pfeift. Nichts passiert. Ah, jetzt. Ja, ich bin da. Oh. Na Gott sei Dank. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Bedingungen unserer Vereinbarung erfüllt und wir freuen uns sehr über Ihre Bemühungen. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit. Wir hoffen, Sie in Zukunft wiederzusehen. Oh mein Gott. Oh, wir haben es geschafft. Aber wir haben das hier nicht. Bauen Sie eine solide finanzielle Grundlage auf, gründen Sie einen Konzern, erwerben Sie Ihr Hauptquartier. Überspringen wir das Ganze hier. Das machen wir sowieso nicht. Wir machen nur die Aufgaben, die hier sind. Genau. Oh, Electronic B schon wieder. Aha. My Cyborg. Amina. Wieso gibt es immer einen und denselben Schnickschnack? Ich verstehe es nicht.
Ich glaube, es gibt auch nicht so wirklich storytechnisch was, ne? Wir speichern diesen Spiel mal ab und wir sagen dann mal, wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Kick of Retail mehr zu verpassen auf meinem Kanal. Wir sehen uns am Morgen wieder abends im nächsten Spiel. Ich denke mal, das war's mit King of Retail, oder? Mehr sehe ich hier nicht, außer Vertrag mit Electronic B und der Pop-Up-Laden oder Amina. Wir machen nächste Folge doch nochmal weiter mit Amina. Klamotten verkaufen. Ciao mit V. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder. King of Retail, sorry. Tschüss.